ERV ist schon im Wesentlichen seine Art zu denken. Und wir haben uns immer sehr schnell verstanden. So sind wir zusammengekommen. Wir haben jetzt eine sehr schnelle Art gehabt zu kommunizieren. Aber vielleicht ist auch dieses Hinterfragen von ihm auch für mich wichtig, weil dann auch manchmal doch sagt, du, der Text ginge vielleicht noch schärfer. So geht der Text, der Schärfste von Österreich, das ist nicht gut genug. Also das heißt, auch das ist ein in dieser Beziehung ist auch ein guter Partner, weil er sich auch nicht mit ersten Entwürfen zufrieden gibt. Was soll ich sagen? Also eine Last, die ich mein Leben bis jetzt zu tragen hatte. Wie heißt die eine Gruppe? Das sind die... für sich Veranstaltung. Das kann nicht sehr wichtig sein. Rockkabarett gibt es auch noch. Aber die denken schon lange. Ich weiß nicht, was denen noch was wird. Wir sind die... Und ihr seht... uns! Und jetzt... Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt zu etwas ganz anderem. Wenn es einen geistigen Vater für mich gegeben hat, der ist schon verstorben, das war der Frank Seifert. Well, you know, the important thing is that you have to remain crazy, in spite of the fact that you're Austrian. Das war sicherlich der Hauptgrund, warum es die ERV gibt. Herr Mayer fährt in Urlaub nur nach Bangkok oder Singapur. Der zweite war vielleicht der Udo Lindenberg. Ich bin auch dabei, keine Panik, euer Udo. Weil er in seiner Anfangszeit gezeigt hat, dass man ohne peinlich sein zu müssen und damit einem gewissen Schuss Humor, den er da gehabt, also eben deutschen Rock machen kann. Doch nicht wegen Landschaft, wegen weiblicher Bekanntschaft. Ich bin vom Spitzer damals gefragt worden, das war ein 81er Jahr, ob ich einspringen kann für einen anderen, der tragisch aus dem Leben geschieden ist damals. Und wir kannten uns von vorher, weil ich seine Schwester erotisch missbraucht habe. Was ich ihm erfolgreich ausgelöst habe, egal, und kannte ihn damals, also in seiner Studienzeit in Graz schon sehr gut und mir ist aufgefallen, dass er ein unheimlich komödiantisches Potenzial hat, von dem aber er selber nicht wusste, dass er gut ist. Ne? Und ich wollte also ganz als allerersten Sänger schon gewinnen. Da hat er gesagt, nein, schau mal, dass, wenn das in Berlin 5000 Leute hat, dann kommst du wieder. Thomas Spitzer war für mich schon auch Schicksal. Also wie gesagt, ich habe ja seine Schwester zuerst kennengelernt, durch seine Schwester ihn kennengelernt. Also dieses Monster, das irgendwann in den frühen Morgenstunden nach Hause kam, sich die Haare gewaschen hat in einem unglaublichen Zustand, dann die Haare, die langen, auf einem Handtuch ausgebreitet hat, vorher noch einen Liter Milchex getrunken und dann ansatzlos angezogen, eingeschnarcht ist. Aber was ist denn das? Und nicht wer, sondern was ist das? Sind die Frauen klein, er beginnt zu hecheln, könnte seine Tochter sein. Ansonsten stellen wir natürlich, was wir können und wie die Raben. Dass der eine vom anderen wieder was stiehlt, das kann schon passieren. Allerdings, wir haben das Problem, wer von uns was plaudert, der selber schuld. Der gehört eingesperrt, aber ordentlich an. Ne? Also, wir sind ja zum Beispiel also auch jetzt überführt worden. Ne? Also, wir haben Musik gut entwendet. Und sitzen jetzt da in Feldburg unter Strafe. Ah, ja. Mein Bruder war ein Luder und jeden Tag im Öl.
Mein Vater und mein Bruder sind auch schon in der Hölle. Mein Opa war sein Lebtag nur im Häfen drin. Ich knack grad an Automaten, weil ich ein starker Rocher bin. Der arme Klaus, der ist Wiederholungstäter, also er hat zum 25. Mal Eier gestohlen. Ne? Also ich habe eine Bank ausgeraubt, die darf aufrecht gehen. Er ist wiederholter Eierdieb. Den hat wie gesagt, der Justitia wesentlich härter bestraft. Ne? Ich kletzel, was ich kriegen kann, und ich will grad springen. Da hör ich die Sirenen, das alte Lieder singen. Und jetzt? Und jetzt etwas ganz anderes. Ding dong! 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 Bums! Bums wie? Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding bums! Ding dong! Bums wie? Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Bong! Bong! Ding bums! Bong! Ding bong! Die Summe aller Unzulänglichkeiten, die wir so stolz unser eigen nennen können, die professionellsten Dilettanten dieser Erde. Ich meine, irgendwas muss es haben. Okay, wir machen jetzt unser Ding. Ich habe relativ schnell gespürt, dass mir das Spaß macht. Also das war, ich habe mein Talent auch sofort erkannt. Ich sitz mit der Renate in meiner Kemenate bei einer Flasche Sekt, weil so zweit sie besser schmeckt. Der Plattenspieler dudelt, mein Knopfler zärtlich fudelt. Endlich ist soweit, als es an der Türe läutet. Wer steht dort vor der Tür? Vielleicht ist es der Postillon und bringt mir da an mir. Ding dong, wer steht dort vor der Tür? Es sind die Nachbarn besoffen mit einer Kiste Bier. Ja. Renate ist gegangen nach einem Riesenkrach. Die Nachbarn liegen im Koma in deinem Schlafgemach. Sie haben sich übergeben, dir steckt ein Frosch im Hals. Du machst die Bude sauber, da läutet's abermals. Ding dong, wer steht dort vor der Tür? Die Zusammenarbeit zwischen ERV und Doro ist eine langjährige. Bin auch sehr stolz drauf und man kann durchaus sagen, es war eine fruchtbare, aber auch eine furchtbare Zusammenarbeit. Zum Großteil war es, glaube ich, inszenierter Schwachsinn mit genialen Zügen. Sei nie daheim, ist erst die Tür auf, dann ist's zu spät. Denn du weißt nie, wer draußen steht. Na, ich glaube, es war so, dass sowohl die Kreativen von der ERV als auch wir waren ja sehr beeinflusst von so angloamerikanischen Vorbildern wie Frank Zappa und dieser Rocktheater-Tradition. Und das hat die ERV ja in perfekter Weise ins Deutsche übertragen oder auf unseren Kulturkreis übertragen. Und da haben wir uns, glaube ich, sehr getroffen und verstanden, weil das waren Dinge und Inhalte und Darstellungsformen auf der Bühne, die auch uns halt begeistert haben. Mach nie die Tür auf, lass keinen rein. Mach nie die Tür auf, sei nie daheim. Ist erst die Tür auf, dann ist's zu spät. Denn du weißt nie, wer draußen steht. Die Freude am Spaß,
Ulk, Klamauk, Verkleidung, Kostüm, Show etc. Wie in der Sahara auf einem Dromedar ritt ein deutscher Forscher durch den Dattelhain. Da sah der Rumin Kaila, ein Mädchen namens Laila, magische Erregung fährt ihm ins Gebein. Erich, sag mir, wer bist du, die mich trunken macht? Komm und heile meine Wunden. Sie sprach, ich bin Laila, die Königin der Nacht. Simsalabim war sie verschwunden. Ich hab Ninos Unterhosen gefunden. Gepresst zwischen zwei Blättern. Sängen, dort wo die Dattel hängen, dem trug mich namens Laila und sah nicht die Gefahr. Ein alter Beduine saß auf einer Düne, riss in die Zechine und sprach Inshallah. O Effendi, man nennt mich Hatsche Halef Ibrahim. Wer ist der Nepomuk? Gute Frage. Rudi Großartig. Nepomuk, der Retter dieses ausgehenden Jahrtausends. Was noch wesentlicher ist, ist der Untertitel dieses Albums, dieses Land braucht einen Kaiser. Der Nepomuk hätte es Zeit, glauben wir zumindest. Mag also hochgegriffen sein, aber ich glaube, es wäre... Das reicht zu dem. Okay, gut, okay. In Ordnung. Und jetzt zu etwas ganz anderem. Lecker. Aus Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger. So weit, so gut, doch das Dumme ist nur, ich hab Schwarzeneggers Hirn und von Einstein die Figur. Ich lieb die längste Zeit, schon die schöne Hilda, doch ihr Herzblut schreit nach einem Bodybuilder. Es ist schon irrsinnig was Positives, also diese Bestätigung, die man auch für harte Arbeit bekommt. Es ist ja nicht so einfach, da oben zu stehen und dann beurteilt zu werden. Weil du riskierst ja im gleichen Augenblick auch verurteilt zu werden, also negativ beurteilt zu werden. Und das ist ja auch dieser Leistungsstress, den du antrittst. Ihr zuliebe kauft ich mir einen Expander, doch der druckt nichts an, statt ich ihn auseinander. Da hilft kein Spinat und auch keine Polenta. Darum eile ich ins nächste Fitnesscenter. Und vor dem Eingangstor, da steht ein Sportlerchor und fünf Mörderhenker. Singen mir ins Ohr. Ahuga, haga, huga, ahuga, haga, huga. An der Copacabana und am Wörthersee. Starke Männer sind nie passé. An der Copacabana und am Schotterteich. Bei Muskeln werden alle Mädchen reich. Weil Marmorstein und Eisen schmilzt. Ah, wenn du deinen Body bildst. Wenn du Angst hast, dann kannst du noch so viel Talent haben, du wirst das nicht bringen. Weil dann riecht, das Publikum riecht die Angst und das Publikum wird dann so tolles sein können, das wird zum Raubtier. Und du wirst zur Beute und sie zerfleischen dich. Färbt sein Antlitz lila bei 180 Kilo, macht er einen Röhrer und er lässt einen fahren wie Onan der Zerstörer. Nach zwei harten Jahren hab ich's dann geschafft, ich kann kaum noch gehen. Vor lauter Kraft, wenn ich meine Muskeln auf den Buckel schupf, schau ich aus wie ein gebühlter Kugelhupf. Wenn man die Hantel druckt und die Gewichte stemmt und Proteine schluckt, braucht man bald ein neues Hemd. Du musst die Doofheit zum Stilmittel machen. wer diese einfache Sprache der RV nicht versteht, den, also der von dem her nicht zu. Ne? An der Copacabana und am Wörthersee. Starke Männer sind nie passé. An der Copacabana und am Schotterteich. Bei Muskeln werden alle Mädchen weich. Weil Marmorstein und Eisen schmilzt. Ah, wenn du deinen Body bildst.
ersten Lacherfolge haben wir nicht gehabt, weil wir auftreten sind, sondern weil sie unser Equipment gesehen haben. Wir sind also mit vier solchen abgefuckten, nicht Secondhand, ich war da irgendwo aus der Tiefebene, aus der Furche gezogen. Aber der Meister Demischl von STS hat erstaunlicherweise einen guten Sound gemacht und deshalb haben uns die Profis dort, also die Brancheninsider, geliebt. Und jetzt etwas ganz anderes. Ein altes Mütterlein mit silbergrauen Haaren, vom Schicksal schwer geprüft, erträgt sie jedes Leid. Sie ist ihr Leben lang gar grausam eingefahren, doch die Kirchensteuer zollt sie brav noch heut. Von ihren Söhnen ist keiner mehr am Leben, die hat das Vaterland im Krieg irgendwo verloren. Auch ihr Kanari hat den Löffel abgegeben, weil die Nachbarskotz ist und längst hungrig wurde. Lauscht sie dem Pfarrer am Sonntag nahe der Kanzel, denkt sie kummervoll zurück an ihren Franzl, den ihr der Herrgott nahm in Auschwitz ganz barbarisch, weil er ein Roter war und nicht besonders arisch. Voller Ehrfurcht vor Maria, die Woge benedeit. Ach, mir fällt doch nichts mehr. Denkt sie trotzdem bei sich von Zeit zu Zeit. Herrgott, es geschehe dein Wille. Nur manchmal glaub ich, du brauchst eine Brille und auch ein Hörgerät, weil du siehst und hörst mich nicht, wenn's mir da unten dreckig geht. Aber vielleicht muss das so sein, vielleicht muss das so sein. Irgendwann einmal versuchst du noch mehr, noch ein bisschen, also du musst Sinngebung eines Lebens, du musst irgendwas bewirken, vielleicht irgendwas hinterlassen, einen Baum in einem Ringwald. Sieht sie im Fernsehen daheim die Schreckensbilder, nur von Hunger, Elend, Not und Tod, dann bedauert sie den Herrgott immer wieder, dass er im Himmel kein Vorpfernseher holt. Und jetzt etwas ganz anderem! I always wanted to know what Ding Dong actually means. Ding Dong, Ding Dong, who is that that's at door? Perhaps it's little Susie and she's coming back for more. Ding Dong, Ding Dong, who is that that's at door? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. It's just her husband, Sylvester, he's only 6'4". So keep the door shut, you'll never win. Das klingt entsetzlich. Sylvester's not so happy, he takes it out on you. A shame she never told you, he's a black belt at Kung Fu. A few weeks after Christmas, the bandages are gone. You roll home on your wheelchair, but your place looks well begun. Kung Fu? Ow! We keep the gates locked, you won't get through. Shut up! Can't you read English? We're closed till 2. Fuck you! You know it never ceases to amaze. What do you what say? Sort of people we get these days? Ding dong, ding ding dong, ik ding ding dong, ding dong. Ja, einmal möchte ich ein Böser sein, eine miese Sau. Einmal richtiger Hundsgemein für einen Tag genau. Einmal möchte ich ein Böser sein, grausam und brutal. Es hat einmal irgendjemand in Deutschland, glaube ich, in einer Radiosendung gesagt, ERV, das kann nur aus den kranken Gehirnen von Österreichern stammen. Damit hat man natürlich vor allem Thomas Spitzer und auch Klaus Eberhardinger gemeint. Durch den Thomas und seiner grafischen und bildnerischen Begabung ein sehr starkes visuelles Moment in dieser Band war. Das trifft sich natürlich bei Videomachern dann ideal. Es gibt kaum Videoclips, wo es wenig Aufwand gibt. Und bei der Verunsicherung gibt es noch mehr Aufwand, weil wir natürlich aufwendig sind und weil wir gern Geld verscheißen. Der Druck war so groß, dass man zum Teil unvorbereitet oder mit wenig Vorbereitung hingefahren ist und quasi gewusst hat, Band und Regie sozusagen, wir müssen dort in
der Minute etwas kreieren und am Ende des Tages muss was dastehen. Und was da durch Input aller Beteiligten zustande kam, das ist irgendwie verwunderlich, wenn man das also mit einem zeitlichen Abstand sieht, dass man sozusagen dermaßen das raushauen konnte. Ja. Es sind durchaus auch viele der ERV-Videos heute noch Klassiker, weil es erstens einmal später niemand was Ähnliches gemacht hat oder nie jemand was Ähnliches gemacht hat und andererseits es heute noch immer entertaining ist. Ist für mich so auch die Gretchenfrage, wenn sich sozusagen meine Kinder anschauen, können die noch lachen drüber, die nicht wissen, dass das alles jetzt vielleicht vor 20 Jahren schon passiert ist? Hat das noch irgendeine Gültigkeit oder sagt man, ah, das ist ein Schaß von gestern? ERV ist kein Schaß von gestern. Uns hat die Musik immer sehr gut gefallen, die Art, wie sie es machen, diese Mischung aus Spott und Inhalt, Spott und Message und das haben die in einer sehr perfekten Form und auch musikalisch in der richtigen Vertonung sozusagen dessen, was die Texte waren, gebracht. Und das zählt, glaube ich, zu den schönsten Arbeiten, die wir gemacht haben, sei es jetzt die Live-Konzerte oder die Musikvideos, weil das einfach ungeheuer erfrischend war, mit denen zu arbeiten. Also wie ich das erste Mal diese Froschmaschel gesehen habe, das hat am Boden gelegen. Und über allen Dächern ist Ruhe. Die Zeit vergeht. Ich wach auf, und zwar im Bett. Gestern war's vermutlich spät. Drum bleib ich lieber liegen, mach Seg und Schnarch, dass sich die Balken biegen. Und gute Nacht. Erst kommt ein Tick, Tick-Tack. Dann kommt ein Tack. Tick-Tack. Aus Hand wird Faust, Tick-Tack. Holt aus zum Schlag. Schon saust die Faust hernieder auf meinen Wecker. Ich glaub, der läuft nie wieder. Die Zeit vergeht.